What's up, Party People? Jo, NPBL Spieltag 2 gegen Herbie. Jo. Erster Spieltag haben wir verloren nach diversen Missplays. Vielleicht irgendwie so ein bisschen. Ja. Und ja, jetzt ist am zweiten Spieltag gegen Herbie. Wir haben beide den ersten Spieltag verloren. Also er und ich. Er hat gegen Seebox gespielt. Hat da, glaube ich, insgesamt 5-0 oder so verloren. Ich habe gerade die Tabelle nicht im Kopf. Auf jeden Fall sind wir noch eine ich glaube, wir haben das beste Team, was nicht gewonnen hat. Der Spieltag. Was bei einer 4-0-Differenz eigentlich schon echt heftig ist. Aber ja, lassen wir es. Ja, auf jeden Fall. Teambuilding, also Team Preview kam gestern. Wenn ich alles mit dem Hochladen hinbekommen habe, diesmal sollte man auch meinen Sound haben. Meinen Mikrofon-Sound. Ja. Man sollte auch das Game hören, soweit ich weiß. Jo, man sollte auf jeden Fall auch das Game hören, soweit ich es gehört habe. Jo. Eine wichtige Sache. Wir müssen hier auf die Kampfturmregeln gehen. Weil sonst hier Stress mit den Regeln ist, soweit ich es ja im Kopf habe. Beim letzten Mal gab es quasi schon einen Strike für mich und den Werten Pake, weil wir den falschen Ring gespielt haben. Hier haben wir das Team. Ey, das gute Eisenkugel Draco sollt. Mal schauen, ob es funktioniert. Jo, wir beginnen meinen Kampf. Ich hoffe mal, dass die Regeln jetzt hier passen. Es sollten eigentlich. Also es war so, dass man zu viel Auswahlzeit hatte bei den anderen. Was jetzt quasi vermieden ist. Dadurch kann man zum Beispiel auch länger kalken, whatever. Heißt, wir müssen jetzt hier viel ohne Kalken arbeiten. Ich habe viele Kalks schon im Kopf, wie die funktionieren. Haben wir auch schon vorbereitet. Ich habe mir diesmal einen Zettel hier bereitgelegt. Sieht irgendwie von der Farbe sehr weird aus gerade. Weiß nicht, ob es an meinem Bildschirm liegt oder ob es an der Cam liegt. Auf jeden Fall ist eigentlich grün und nicht türkis. Und da ist ein Torplakat. So ist es, wenn ich probiere in die Cam zu gucken, gucke ich auf das Bild von meiner Cam in OBS. Habe ich ja schon wieder gemacht. Ich bin's, Jungs. Okay, er wird noch aus. Wenn schon, was er so dabei haben wird, er hat ja sehr viele Monster, die im Trickroom arbeiten können, deswegen haben wir diese Kontertaktik mit Draco Sold dabei. In die schnelleren Monster haben wir das Zobiris mit Verzögerung dabei, was wodurch wir dann auch theoretisch die anderen Mons abfertigen können danach. Also in die ganzen... Ich habe gegen die Speed-Tiers eigentlich recht ordentliche Prep, würde ich persönlich sagen. Beispiel Sembrim wird auch einfach gewone-shottet, wenn wir da mit Draco Sold angreifen. Er braucht ein bisschen sehr lang. Hat er was geschrieben? Er hat schon wegen den Regeln. Ich habe halt diese Doppelkampfregeln nicht, die es zum Beispiel durch Reinkampf und sowas gibt, weil ich das halt nie groß gemacht habe. Sorry dann dafür, wenn es daran liegt, aber eben ich habe dann diese Regeln nicht, diese Reinkampfregeln. Ich habe nur die, die es halt durch den Kampfturm und sowas gibt. Deswegen, wie gesagt, sorry, falls es daran lag, aber dann kann ich diese Regeln eben nicht auswählen. So, okay, jetzt sehen wir die Mons. Und wir sehen. Smogmog ist dabei. Ist wahrscheinlich da, um Draco Solds Fähigkeit aufzuheben. Porygon 2 ist dabei. Portrott ist dabei. Und hier ist eine Fliege in meinem Zimmer. Ekel, das ist ein Viech. Das ist eher so eine Fruchtfliege mäßig. Jagapult ist dabei. Gryfeldes ist dabei. Und Sembrim ist dabei. Wir sind gerade recht physisch aufgestellt. Vor allem muss Regalia sich wahrscheinlich ein bisschen um das Smogmog dann kümmern. Vielleicht können wir es wegtrappen, wenn wir es First Turn holen.
Eigentlich mit Regalia und mit vielleicht mit Punas de Fuego rein. Dann kann das Ding vielleicht taunten. Und wie mit Fortline rein. Und dann wieder Aggressive Lead machen. Oder. Ne, wir machen. Wir machen Regalia. Wir machen Clapper. Wir machen Fortline und wir machen. Source Field. So, mal schauen, wie dann der erste Kampf vielleicht läuft. Und ich glaube, das Game ist ja wieder arschlaut. Weezing und Mandibuzz, okay. Es ist kein wirklich gutes Matchup für uns. Ja, das war klar mit dem Reaktionsgas. Folge ich jetzt auf den Whirlpool, direkt auf Weezing und ich wechsle direkt raus in Fortline. Okay, anscheinend haben wir doch die falschen Regeln. Okay, dann sollen wir ihn einfach die Regeln machen lassen. Ja, 6 Minuten im Video und noch nicht eine einzelne Minute gespielt, stabil. So, er macht er jetzt die Regeln, weil ich habe keine Ahnung mit, ich habe halt diese. Die Regeln aus dem Krankenkampf nicht, wie gesagt. Wo ich wieder. Bin ja wieder mit gleichen Teams dann jetzt rein. Logischerweise im Lead. Folge ich jetzt hier mit Pelipper und Flygon plus Dreadnought und Jacozolt rein. Aber es ist halt sehr interessant, dass er Simsal nicht dabei hat. Wodurch Flibelta ein bisschen entbehrlicher wird. So, ich hab die Monsters aussehen vertauscht. Das kann sein. So, Whirlpool auf Weezing und ich gehe hier in Dreadnought, wie gerade eben auch schon. Schneller als beide bin ich trotzdem. Auch mit Pelipper hier. Okay, Rückenwind kommt. Ich hab die Katzenbeere auf Pelipper. Und es war auch gut, dass ich die dabei habe, weil das ist ein ziemlich offensives Weezing, weil ich das hier sehe. Heißt, wir jetzt hier raus in Dracozolt. Auf der anderen Seite gehen wir mit einem Dynamax Dynabrocken auf Weezing. Können da eigentlich noch die Spätzle von Dreadnought steigern? So, Dreadnought ist auf dem Feld. Es sieht jetzt aus, als ein Burn kommt, jetzt kommt. Toxin kommt, okay. Kein Burn, ist okay, nehme ich.
jetzt passt. Und Weezing ist weg. Perfekt. Das ist sehr gut. So, Manibus muss jetzt theoretisch Angst haben von meinem Dracozolt. Dragapult kommt, okay. Was ist jetzt sein Plan? Ich gehe jetzt hier auch mal mit meinem Dracozolt auf Dragapult. Und mit... ja, Dünerbrocken auf Mandibuzz. Ich habe hier noch die geboostete Spätzle mit Kamal. Ich habe da gar nichts groß zu befürchten. Und Dracozolt ist nicht das wichtigste Mon hier. Ich will es einfach nur zum Rumscaren haben hier. Dracozolt soll hier nur scaren. Okay, er Dynamaxed jetzt selbst. Und wenn der Gewitter kommt, den sollten wir nicht am tanken. Wir sind hier im Sandsturm, genau. Keine Attack Drops, sehr gut. Und Draco sollte halt immer noch über Alpha plus Drachenklaue. Wenn wir hitten, macht das unfassbar viel Schaden. Toxin kommt, okay. Alles cool. Wir kriegen jetzt einen Dünerbrocken auf Manibuzz und eine Drachenklaue hoffentlich mit Draco Sold auf. So, Manibuzz droppt. Nächster Kill für Kamal. Nice. Und bitte treff, bitte triff, bitte triff. Der große bitte trifft, ja. Oh, macht's guten Schaden, sehr gut. Und der Rückenwind ist demnächst dann auch wieder weg, glaube ich, ne? Ich kann mir vorstellen, dass diese Runde jetzt der Dünawurm kommt. Von Dragapult. So, P2 kommt, okay. Ich gehe jetzt mit meinem... Jaco sollte raus. Weil wenn jetzt der Chick Room kommt, will ich Jaco sollte reinholen können und das Ding droppen lassen. So. Ich gehe jetzt in Flygon. Und hier gehe ich auch mit einem gehe ich auf meinem Dünerbrocken auf Dragapult. Lass ihn mit ES diese Runde droppen. So. Wenn der Gewitter kommt, okay. Ja. Passt. Kommt jetzt hier das. Der Puls soll jetzt auch down sein, oder? Kommt der Chick Room? Nein, er kommt nicht. Scheiße. Okay, ja. Das ist GG. Oder? Ja, sollte. Das sollte jetzt GG sein. So, er ist halt mit P2 schneller als mit Jaco, was er jetzt halt aktuell noch nicht weiß. Na, ja, mit Drachenklau noch auf Dragapult gehen, hier mit Pulgon noch auf Knockoff, aber wahrscheinlich keiner von beiden Moves noch durchkommen. Dünnerwurm kommt, ja, da droppt jetzt mein Dracozolt. Und der Blitz kommt auf den Pelikan. Damit losen wir das erste Game wieder 2-0.
gegen Herbie. Ja. So. Was haben wir denn so gesehen? Smogmog hatte Donnerblitz und Toxin. Das hätte ich mir Sache vielleicht früher aufschreiben sollen. Toxin. P2 hatte Eisstrahl und Donnerblitz. Potter war nicht dabei. Dragapult hat nur Donnerblitz eingesetzt, soweit ich weiß. Und dann auch ein Dynawirm. Düna. War wahrscheinlich Draco oder Drachenpuls. Gefällt es halt noch Tailwind. Und Toxin. So, Items habe ich gerade nicht wirklich mit was mitbekommen. So, ich gehe mit dem gleichen Team rein. Also, muss ich ja logischerweise. So sah es aus, ob ich diesmal vielleicht Zubiris mitnehme. Wegen der Verzögerung. So, die mache ich dann auch. Aber ob ich ihn bei den Hinterhand mitnehme oder direkt. Sache ist, Flygon ist hier nicht gut jetzt in dem Matchup. Allein leicht ist es mit Dragapult.de, der jetzt halt immer hochgehen will. So, folglich. Soll ich jetzt mit Pelipper, Dreadnought und danach hinter Sableye Draco dort reingehen? Können wir theoretisch auch machen. Hinten dran an Sableye Draco dort. Wir haben ja gesehen, dass Weezing auch trotzdem droppt gegen King Kamalm. Selbst wenn der hier, weil er eben so offensiv ist, droppt er einfach trotzdem durch einen Dünerbrocken. Und dann haben wir schon die Schwätze auf Kamalm drauf. So. Okay, das sieht jetzt nach Trick Room aus. Gut, dass ich Draco auch dabei habe. Heißt, ich gehe direkt voll auf Weezing. So. Folglich Plan ist Surfer plus Kopfstoß. Wobei, wie viel hat denn der Dynamove? Was hat denn der so an Stärke? Auch 150. Okay, also ich könnte natürlich auch jetzt mit dem Kopfstoß reingehen. Will gleich viel Schaden machen. Okay, mach mal. Komm jetzt Weezing in die G oder was? Ne, ist die Lemprim. Okay, der will jetzt confusen. Jetzt auf Pelipper. Weezing droppt direkt und Kamalm genauso. Und wir haben die Niesel. Heißt, wenn jetzt Kamalm die Runde durchkommt, dann hat Kamalm hier Bock. Okay, und das wird ein Drop für Kamalm wahrscheinlich. Exakt. Und wir haben jetzt das Grasfeld hier. Ich könnte jetzt in Dracozolt gehen. Einmal auf Protect, dann auf der anderen Seite in Sableye gehen. Das könnte ich theoretisch machen. Oder ich gehe in Sableye. Ne, das kann ich nicht machen. Wir müssen in Dracozolt gehen. P2 kommt. Kommt jetzt der Trick Room.
So, ich gehe jetzt hier. Nein, ich gehe hier nicht auf die GMAX. Ich gehe hier jetzt in Sableye. Und auf der anderen Seite gehe ich in die GMAX und drücke einen Dynawall. Ja, von mir aus kannst du machen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Folglich gehe ich dann jetzt mit einem... Wie mache ich das jetzt? Ich gehe jetzt im Trickbetrug auf Dracozolt. Drück damit Draco sollten Düner Gewitter auf Hatterene. Hustle plus Step plus. Ja. Ich hoffe jetzt einmal, dass wir den Düner Feen Move auch legen mit. Mit Draco Salt. Eisstrahl kommt, ja, die greifen jetzt ja beide halt auf Dracozolt an, ne? Oder? Und geht auch einer auf. Einer geht auf zu Beerus. Okay. Oh, stimmt, der ist auch verwirrt. Oh, nee. Oh, nee. Ah, oh, fuck it. Kann ich das noch irgendwie gewinnen? Kann ich das noch irgendwie gewinnen? Wobei, der ist jetzt klein. Ich kann jetzt auf den Surfer gehen. Kann hier nochmal, ich kann hier nochmal auf den Dünerball gehen. Und danach beide mit einem Schockschnabel angreifen. Gehe ich jetzt einmal auf den Surfer und hier auf den Dünerwall. Bitte, bitte, bitte geht durch, bitte geht durch. Danke. So. Okay. P2 protected, sehr gut. Sehr, sehr gut. Pippe jetzt Surfer ein, okay. Das geht jetzt nur auf Hatterene. Also ich glaube, jetzt müsste Full Damage auf Hatterene gehen, oder? Wenn ich es ja richtig weiß. Oder auch nicht, okay. Und Bizarro-Raum. Jetzt kommen wir natürlich. Als hätte er gewusst, dass ich hier mit Eisenkugel angreifen will, ne? Als hätte er es gewusst. Ja, es ist eh RIP, wenn jetzt der Bizarro-Raum raus ist. Wenn er jetzt raus ist, ist eh RIP. Weil jetzt meine Eisenkugel weg. Kann ich bitte meine Eisenkugel wieder haben, irgendwie? Ja, Zauberschein und das RIP. Philippa lebt noch, ja. Und jetzt nicht mehr. Oder nochmal ein Katzenbär habe ich noch. Aber der hat jetzt eh einen Spitze-Tech-Boost drin, oder? Jo. Und damit geht das Ganze 4-0 an Herbie. Also insgesamt müsste es wieder 4-0 sein, oder? Oder hat jetzt noch 3 Mons? Ah, 3 Mons, okay. Also 5-0 diesmal. Ja, sag mal so. Ich habe mich eigentlich so nicht auf Dragapult gepreppt. Ich habe gedacht, dass mit Dracozolt und der Verzögerung auf Zubiris und so weiter reicht aus. Da hatte ich in beiden Matches halt einfach 100% die falschen Mons dabei. Und ja. Ah.
Also, wie gesagt, zu wenig auf Jägerpult gepreppt. Wie gesagt, ich hatte die beiden Sachen reichen aus, aber der Verzögerung ist nicht mehr durchgekommen. Und dadurch, dass er G-Max war, hat die Meta auch nicht mehr viel mithelfen können. Also, mit Verzögerung hätte er theoretisch funktionieren können. Wenn Tobias sicher gedroppt wäre. Ja, aber was willst du machen? Ändern kannst du nix. Aber so, ET Season 2 sind wir am Ende. Sind wir auch am Anfang mit zwei Loses rein. Am Ende waren wir dann irgendwie Dritter oder so. Kann sich also ändern. Es sind erst zwei Spieltage gespielt. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.